macht es allein. Ich unterscheide immer bloß so, es gibt schwarze Menschen, weiße Menschen und alles mögliche, Religionen und so weiter. Ist der Mensch okay und fertig. Und was anderes ist eigentlich alles nebensächlich. Was haben wir hier mit Moslems zu tun? Ja, das ist egal, Mensch ist Mensch, oder? Ja, genau. Und das, Ach, da stellen die sich hin und wollen praktisch und sagen, wir sind eine Einheit. Nicht? Ja. Finde ich gut. Schön. Ja, manche begreifen es halt nicht. Gerade, dass sie das seltsam findet, dass wir uns hier hinstellen, weil das ja eigentlich nicht nötig ist, dass sie uns rauszuposaunen. Das wäre, als wenn sie sich jetzt hier hingestellt hätte mit so einem Schild, ich stehe auf Männer oder so. Und was wurde noch gesagt? Was haben sie dir gesagt? Ja, dasselbe hat sie mir gesagt, das ist eigentlich super normal und okay, wenn man das ist, nur man muss sich nicht wirklich auf den Markt stellen. Ja, das haben uns so eigentlich die meisten gefragt, warum wir uns jetzt hingestellt haben. Er hat uns halt gefragt, ob wir es wirklich sind. Und was war noch? Was hat er gesagt? Haben nur so geschmunzelt. Einer hat gesagt, tut mir leid, ich bin hier hetero. Eine Frau. Als Menschen umzugehen, der benimmt sich manchmal normaler Mensch vernünftig. Ja. Ich meine, die gehen gut gekleidet, haben wahrscheinlich eine gute Position, aber benehmen sich auf der Straße wie die Hottentotten. Es braucht es Außergewöhnliches, das du nicht nur siehst, sondern auch wahrnimmst. Was möchtest du denn noch sehen? Sonderangebote, Talkshows, hübsche Menschen, Weihnachtsmänner im September oder einstürzende Häuser? Was interessiert dich überhaupt noch? Woran glaubst du? Siehst du einen Unterschied zwischen Glauben und Nichtglauben? Zwischen Glauben A oder Glauben B?